Moin moin, da bin ich wieder. So, diesmal geht's aber wirklich zum Pilz. Guten Tag. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Was haben wir denn schon für eine Wahl? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Urasil. Okay, cool. Goldharz kaufen. Okay. Ich frage mich ja. May the flame. Ja. Ob das eine endliche Quelle an Goldharz ist oder nicht. Probier's mal aus. Ist keine. Da so ein. Ein. Ein paar hiervon. May the flames guide thee. Wollte eigentlich auch nochmal können. Wir haben ja in der letzten Folge den hier hergestellt. Ist nicht so. Aus. Naja. Ja, gut. So, 13 davon. Braucht er erstmal nie. Hast du noch irgendwas zu sagen? Goodness, thou art safe. What is thy wish? Thou shalt see, for an abyss was begat of the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Urasil. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss. Indeed, the abyss may be unstoppable still. Ach, Quatsch. May the flame. Wir retten den Gut. Beziehungsweise sind ihn von seinen Qualen. So, jetzt sind wir in der Vergangenheit schon die ganze Zeit. Und wer sich vielleicht noch an dieses Gebiet hier erinnern kann, das ist nämlich der Weg hierhin. Und in unserer Zukunft, in unserer Welt, sage ich mal, ist dann hier das Tor zu Sif. Also. Ne? Gott. Ganzes Willkommenskomitee. Bisschen Feuer. Ja, diese schon Baummenschen entgegenwirken. Diese fetten Steinviecher jetzt nicht, aber ist ja auch nicht zu einfach sein. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob wir jetzt vom Level her zu hoch oder zu niedrig sind für das DLC. Kann ich ja zwischen dieser und der nächsten Aufnahme. Welche das empfohlene Level ist hierfür. Aber das spielt ja eh keiner. So. Oh, ich hätte das Leuchtfeuer gerade eben entfachen sollen. Ich lasse es erstmal so. Muss ich halt mit umgehen. Gibt es hier hinter was? Ich glaube nicht. Das ist ein Fahrstuhl. Weil den muss man erstmal untätigen. Ja. Wächter.
sehen interessant aus. Sie wiegen auch eine Menge. Oh Gott. Die Wahl hätte, würde ich aber trotzdem die hier nehmen. Das guckt 20. Ja, ich bleib jetzt mal hier rein. So, bisschen Balance finde ich persönlich nicht verkehrt, vor allem wenn man mit so einer schnellen Waffe unterwegs ist. Aua. Beziehungsweise allgemein. In diesem Teil ist es nicht verkehrt, Poise zu haben. In den anderen Teilen funktioniert es ja wenig anders. Ja, ja, ist schon klar, du hast keinen Bock mehr zu hören, was ich hier zu sagen habe. Ja. Ja. So. Wir ja weiter den Holzfäller spielen. Also ich würde gerne wissen, kurz, wer mit dem hier bei den Steingiganten ein wenig mehr Schaden macht. Nicht wirklich. Internet. Nett, nett. Also ich war hier schon Ewigkeiten, nicht so hundertprozentig. Weiß ich nicht, wie lang geht. Da geht es irgendwo lang. War. Ich würde ja gern alles einsammeln, ne? So eine alte Kräuter oben. Na komm. Den habe ich verliebt. So. Ist da irgendwas für mich? Oh. Boah, das ist mal. Das ist mal ein Klopper. Ich glaube, die Waffe hatte ich noch nie. Stärke. Schlecht. Eine Großaxt der steinernen Ritter, die in den Wald des Mausoleums bewachen. Den Wald. Diese Großaxt ist nur mit übermenschlicher Kraft zu schwingen und eher die Waldarbeit gedacht, als für den Kampf. Aha. Nichtsdestotrotz ist sie absolut tödlich. Na klar, wenn man davon getroffen wird, also dann ist Feierabend. So, ich sehe die ganze Zeit da hinten und das. Ah. Eine Truhe. Cool. Ja, es ist jetzt natürlich echt sehr nett. Das, okay, gut. Eine blaue Schau. Oh, wow, wie cool. Damit das. Oh, das ist geil. Dinge muss ich echt gut ausgeben. Ja, und benutzen. Werten. Das ist echt nett. So. Diese Blumen, ne? Doch. So. Das gemacht hab. Bin jetzt raus. Ich weiß es nämlich auch nicht. Oh. Ja, auch direkt wieder invaded.
Ich habe zwar keine Ahnung, wo der bei rumkommt. Da hinten ist er schon. Ich tue mal, als ob ich es noch nicht gesehen hätte, aber... Puh, das wird wehtun. Oh. Wow. Das hätte eigentlich... Ah! Ah! Ja. So. Sorry dafür, ich muss einen Cut setzen. Wir haben den Kampf verloren, falls ich den drin gelassen habe. Ja. Gelaufen, aber. Genau. Diese Kacke, die er hatte, würde ich dann später auch gerne haben. Und die tut echt weh. Gut, ich habe eigentlich Menschlichkeiten. Ich will mal eine hiervon rein. Eine hiervon. So. Den hier. Oh, ich mach mal kurz Ton aus, Mikrofon aus. Ich muss mein Headset irgendwie. Irgendwie richtig machen. So. So, und wie es scheint, müssen wir das Leuchtfeuer gar nicht entfachen. Der Pilz scheint wohl ein Feuerhüter zu sein. Apropos Feuerhüter. Da wir jetzt die Trap erledigt haben, ist die Feuerhüterin in Anolondo auch ein bisschen pissig auf uns. Also die nächste Feuerhüterseele, beziehungsweise die letzte, die man in einem Durchlauf haben kann. Ich glaube, die Estus können sowieso noch bis plus 7 aufgewertet werden. Also sollte das kein allzu großes Problem sein jetzt. Ich habe gerade keinen Bock, die alle nochmal zu töten, deswegen laufe ich einmal grob dran vorbei. Den alten Trick, dass ich einmal kurz auslogge und wieder einlogge. Heilen. Und einmal kurz orientieren. Jetzt überhaupt sind. Achso, ja. Gut, ich bin gekommen. Ja, also müssen wir hier lang. Gut. Ah, dich habe ich im Augenwinkel gesehen. Diesling. So. Ah. Hier noch was. Okay. Hab nicht ran. Lang. Komm. Ist ja nicht nett, dass du uns in eine Falle locken willst. Aber naiv sind wir jetzt nicht. Hoffe ich zumindest. So. So, was hast du denn bewacht? Was Schönes. Wächtergamasche. Schlecht. Da
Havels mithalten können, schon nicht schlecht. Aber bleiben bei unserer pissgelben Rüstung. Bis jetzt zumindest, weil ja, gibt's ein. Ja, ich sag nichts weiter. Ich erzähl's, wenn's soweit ist. Müsst ihr halt einfach Geduld haben. Ich glaube, hier gab's jetzt nichts mehr. Deswegen gehe ich direkt weiter. Und da haben wir Kalamit. Tag. Ein der Bosse, die wir später bekämpfen. Finde ich immer nett, dass sich Drachen in diesen Spielen immer an Brücken zu zeigen geben. Sehr wie heißt keine Ahnung. Und hier sieht man auch schon diese Schere, die ich so gerne, ne? Zwar für ein Spiel, soll so viel Spaß machen. Dass der Abgrund, der Abyss, die hier schon ein bisschen verbreitert hat. Kann man da rüber? Stimmt, ne? Ich sterbe. Tue ich aber nicht. Mann, ey. Gib mir wenigstens ein bisschen Zeit, die Baumviecher hier ein bisschen zu trimmen. Ich mag PvP, ne? So ist es nicht. Aber hab halt Angst zu sterben. Ah! So. Jetzt haben wir hier den Wächterhelm. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier damals nie wirklich genug umgesehen habe. Ich habe es einfach vergessen. Da haben wir noch einen Loot. Ich darf halt echt nicht vergessen, dass wir gerade einen Invader hier haben. Könnte wehtun. So. Da hinten haben wir noch Items. Da oben auch. Komme ich da hin? Da wahrscheinlich. Gucken wir mal den Helm an. Hat Angst hab zu werden. Ich mach's fix. Das ist der rechte Helm. Er sieht interessant aus. Es ist ein großes Gebiet. Deswegen kann es ein bisschen dauern, bis die Invader beziehungsweise wenn man selber invadet, das Opfer zu finden. Oh, Heiligen über Item, so. Ah, geht's gut. Und hier haben wir auch die Wächterrüstung. Das ist ja interessant. Ich würde jetzt gerne ausprobieren. Die kommen nicht vorbei. Boah. Nein! Ah, ich hab mich gerade dran erinnert. Er hat uns nicht gefunden. Aber schnell aufgegeben. So, da unten. War auch noch hin. So, hier die Rüstung mal anziehen. Sieht jetzt nicht schlecht aus eigentlich.
So, kann man ja Decken Cosplay machen. Ja. Ja, ich glaube. Mit dem Charakter eher nicht so. So. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal alles. Und können weiter. Da gab es noch ein Item dahin. Das sind die Items, die ich die ganze Zeit haben wollte, ne? Das finde ich schön, dass die jetzt abhauen. Kann ich jetzt hier hin? Das ist nur eine schnöde Seele. Das ist ja sicher gelohnt. So, das Item haben wir gerade. Trotter. Mann. So lustig Ragdoll Physik sind, aber. Das war blöd. So. Den hier. Machen. Die ganze Truppe da hinten. So. Die eigentlich auch. Ich mag's auch damit. Ich hab Angst, du kannst in so ein Loch reinzufallen und dann durch Dummheit zu sterben. So. Zum Glück ist der nicht der schnellste. Ich nicht der beste im Ausweichen. Das haben wir ja schon mal gelernt. Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Oh. War's. So, hier hatten wir noch ein Item. Kann ich da um Sterben ran? Ja. Zwar nur eine blöde Seele, aber. Besser als nix. So. Genau. Ja, alles auschecken. Oh, guck mal. Stören wir ja gerade perfekt bei der Gartenarbeit. Was ist denn? Ach, da. Boah, Gott. Oh. Tu sowas doch nicht. Unten kommen wir auch noch hin. Ja. Das war's. So. Und mit diesem Fahrstuhl. Aber hier hin. Und was wir hinter diesem Hockgate haben, dieser Nebelwand, waren wir in der nächsten Folge. Na, tschüss, bis zum nächsten Mal.